Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh Gott, ich weiß noch gar nicht, wie ich mich richtig platzieren soll. Ich habe gerade das Bett frisch überzogen, denn ich werde jetzt dann die nächsten Tage nicht so viel machen können. Deswegen habe ich versucht, heute nochmal so viel wie möglich zu schaffen. Ich habe meine Wäsche gewaschen, also komplett alles. Ich habe nochmal die Böden gewischt, aber wenn ihr das erste Mal einschaltet, dann wisst ihr eigentlich noch gar nicht, um was es geht. Denn heute ist der Tag vor dem Tag. Morgen habe ich meine OP, meine Brust-OP. Und eigentlich habe ich mir gedacht, ich fange erst morgen zum Drehen an. Nehme euch dann den Tag der OP mit, dann die Stunden danach und den Tag danach nochmal mit und packe das in ein Video. Und jetzt habe ich aber spontan oder mehr oder weniger habe ich euch auf Instagram gefragt, ob ich heute schon anfangen soll. Wir haben jetzt 6:30 ungefähr. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, aber ich glaube 6:30. Und ich habe jetzt angefangen, meine Tasche zu packen. Die steht hier. Ich brauche nicht viel. Also ich werde ambulant operiert. Das heißt, ich fahre morgens in die Klinik. Um 10 Uhr ist der Termin. Und ich gehe abends wieder heim, beziehungsweise am Nachmittag gehe ich wieder nach Hause. Also ich muss ein paar Stunden natürlich dann zur Beobachtung noch da bleiben. Und je nachdem, ob ich jetzt Drainagen gelegt bekomme oder nicht, also diese Wundschläuche, müssen die dann gezogen werden oder auch nicht. Also man kann da wirklich am selben Tag wieder nach Hause gehen, wenn man möchte. Dann kann man aber auch nochmal eine Nacht zur Beobachtung da bleiben. So habe ich das bei meiner ersten Brustoperation gemacht. Alle, die mir schon länger folgen, die wissen, dass das jetzt meine zweite Brustoperation ist. Ich habe da auch in einem, ich glaube in dem vorletzten Vlog drüber gesprochen und erzählt, warum ich das jetzt ein zweites Mal mache. Also es liegen knapp 9 oder 10 Jahre dazwischen zu der ersten Brustoperation, also eine ganze Weile. Und auch ein Kind nochmal dazwischen, also die Brüste haben auch nochmal eine Schwangerschaft mitgemacht. Da hat sich auch wieder ein bisschen was verändert. Aber wenn euch das interessiert, dann schaut sehr gerne das Video an. Ich werde es euch unten in die Infobox verlinken. Denn in diesem Video möchte ich jetzt nicht groß erzählen, warum und weshalb ich das mache, sondern euch mehr oder weniger mitnehmen und euch so authentisch und ehrlich wie möglich die ganze Prozedur von Vor-OP, Nach-OP, bis man wieder relativ fit ist, so zeigen. Das ist nämlich das, was ich gesucht hatte jetzt die letzten Tage auf YouTube und nicht gefunden habe. Ich glaube, es gab nur 2 Erfahrungsberichte, wo jemand wirklich so ein bisschen mitgefilmt hat. Ansonsten waren das alles nur so, wo die Brustoperation schon wieder länger her ist und dann quasi Fragen dazu beantwortet worden sind und mehr oder weniger nur erzählt worden ist. Aber mich persönlich hat das total interessiert, wie das so abläuft und wie man das so empfindet dabei. Und deswegen habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt einfach. Jo, und damit fange ich jetzt quasi an. Also, was kann ich euch erzählen? Ich bin überhaupt nicht aufgeregt zum aktuellen Zeitpunkt, gar nicht. Im Gegenteil, ich freue mich eigentlich auf die Operation morgen. Ich habe einen super Arzt gefunden, der einfach mega sympathisch ist, dem ich 100% vertraue. Und das ist, glaube ich, auch schon ein sehr großer ausschlaggebender Punkt, warum ich gar keine Angst habe bis zu dem Zeitpunkt. Also aufgeregt werde ich bestimmt sein morgen, so kurz vorher, aber Angst habe ich wirklich gar keine. Dann habe ich, wie gesagt, jetzt meine Tasche so ein bisschen gepackt. Also ich brauche wirklich nicht viel. Ich kann euch mal zeigen, was ich da jetzt alles reingetan habe. Ich habe da jetzt meine Stütz-BHs rein. Ich habe da 2 Stück und zwar einmal einen, den man vorne schließen kann. Das ist auch so ein richtiger BH, den man eben nach der Brustoperation trägt. Also der ist extra dafür angefertigt. Ich habe den bestellt bei Lipo Elastic, nennt sich das. Ja, das ist auf jeden Fall einer in Weiß. Der ist hier oben zum Verstellen und den kann man hier vorne eben zumachen, weil man sich ein bisschen schwer tut, allgemein die ersten Tage mit Arme heben und über Kopf geht sowieso gar nicht. Deswegen zum Reinschlupfen ist das, glaube ich, ideal. Dann habe ich mir den Stuttgarter Gurt noch dazu bestellt, der ging extra. Da weiß ich aber nicht, ob ich den tatsächlich brauche. Es ist, wie gesagt, meine zweite Brustoperation. Das soll der Arzt entscheiden. Dann habe ich noch einen anderen, ein bisschen mehr Farbe. Der wurde mir auch empfohlen vom Arzt. Ich habe extra 2, also man muss nicht 2 kaufen, aber ich weiß halt erfahrungsgemäß, dass man irgendwann mal gerne auch einen anderen anhat, weil die dann anders sitzen und das einfach dann nochmal ein bisschen Entlastung gibt und sich bequemer anfühlt. Und man möchte ja auch mal waschen, ne? Und dann hat man 2 und das ist ganz gut. Dann habe ich noch meine Mappe dabei. Also ich bin bei Medical Institute beim Dr. Lenz. Da ist jetzt nochmal das Blutbild drin, das ich vorab machen habe lassen. Ich habe das zwar schon per E-Mail geschickt,
Aber ich nehme das Original jetzt nochmal mit. Das sind die ganzen Bögen drin, die ich im Vorfeld bekommen habe, wo ich ausfüllen habe müssen und lesen müssen. Das nehme ich auch alles mit. Dann habe ich mein Gap-Beutel noch dabei. Kopfhörer habe ich noch dabei fürs Handy. Dann werde ich jetzt dann unter die Dusche springen und nochmal alles, was an Körperhygiene zu machen ist, nochmal machen. Und dann geht es morgen früh schon los. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen früh wieder. Ja, ich hoffe, ich kann heute Nacht einigermaßen gut schlafen. Aber bis jetzt bin ich wirklich überhaupt nicht nervös. Also ich denke, es sollte funktionieren. Einen wunderschönen guten Morgen. Der nächste Tag ist da. Und wir haben jetzt kurz nach 7:30, 7:30. Um 8 Uhr ungefähr werden wir losfahren. Ich habe mich jetzt schon mal fertig gemacht. Also ich zeige euch jetzt mein Outfit nicht, weil ich euch zeigen möchte, wie hübsch ich mich heute gemacht habe, denn um das soll es gar nicht gehen. Es muss funktional sein. Ich muss mich danach, so gut es geht, selbst anziehen können und es darf nichts drücken. Und deswegen habe ich jetzt hier so eine Short angezogen, die wirklich sehr leicht ist. Und auch bei der Autofahrt dann nach der OP, wenn es wieder nach Hause geht, dass da nichts einschnürt oder so. Also dass das wirklich bequem ist. Dann habe ich so ein weißes Hemd angezogen, was vorne zum Knöpfen ist. Auch ganz leicht. Ihr seht schon, das ist sogar ein bisschen durchsichtig, damit ich da auch wirklich was Luftiges habe, wo ich schnell reinschlupfen kann, ohne große Umstände. Turnschuhe natürlich. Geschminkt bin ich nicht, ganz klar. Ich glaube, ich bin dann später, wenn ich wieder zu Hause bin, um jeden Schritt dankbar, den ich nicht tun muss. Also heute zumindest. Aber ich weiß es nicht. Also man sagt ja, die zweite Brustoperation ist dann nicht mehr so dramatisch. Die erste war wirklich heftig. Also da hatte ich wirklich die ersten 2, 3 Tage wirklich Schmerzen, weil man muss sich vorstellen, das Implantat ist ja unter dem Muskel und der Muskel muss sich erstmal weiten und das spürt man auf jeden Fall. Jetzt ist der Muskel ja schon geweitet, deswegen bin ich echt gespannt, ob das wieder so schlimm wird oder ob das diesmal ein bisschen erträglicher ist. Mal schauen. Ich werde euch ja auf den Laufenden halten. Wir fahren jetzt dann los. Thomas ist noch mit den Hunden draußen und ich halte euch auf den Laufenden. Jetzt geht's. So, wir sind angekommen und haben jetzt erstmal ewig nach dem Parkplatz suchen müssen. Ja, das ist ja wieder mal mega klasse. Und leider haben wir nicht sofort gesehen, dass genau um die Ecke eigentlich direkt ein Parkhaus ist. Das aber sehr versteckt ist, deswegen kann man das nicht direkt sehen. Nur ist fraglich, ob wir da wirklich länger drin stehen bleiben dürfen, aber okay. Ja, klar. Ja. Ich meine, du musst ja jetzt eh nicht so lange bei mir bleiben. Ja. Du wartest jetzt, bis ich in OP gehe und dann wirst du eh irgendwas unternehmen, oder? Ja. Ja. Lass doch mich alleine. Wie lange wird es dauern? Ich weiß nicht, ich schätze mal eine Stunde, die OP und dann mit Aufwachen. Gib mir deine Handynummer, die ruft dich dann an. Ja, jetzt mittlerweile bin ich schon so ein bisschen nervös auf jeden Fall. Jetzt wird's ernst. Ja, aber ich möchte an der Stelle auch nochmal dazu sagen, also ich möchte kein Mitleid oder jetzt irgendetwas erregen. Ich habe mich für die OP komplett selber entschlossen. Und es ist meine Entscheidung. Und mir ist es ganz klar, dass es danach ein bisschen wehtun wird. Das gehört dazu. Ich mache das Video einfach nur für diejenigen wie ich, die nach solchen Videos gesucht haben und da einfach nicht fündig geworden sind, die einfach einen kompletten Prozess miterleben wollen und dafür soll das gedacht sein und nicht um rumzujammern. Aber ich werde euch auch ganz offen und ehrlich zeigen und sagen, wenn ich Schmerzen habe, weil verschönigen bringt ja auch nichts, ne? So ist es. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall da braucht man nicht jammern dann. Ja, so ist aber es. Wenn die Tanja sich was in den Kopf setzt, dann will sie es haben. Also nicht, dass einer denkt, ich dränge sie dazu, dass es hier klar, jetzt... Ja, du hast klar. Mir gesagt, ey, das ist Doppel-D-Muss her. Nein, Spaß. Ja. Spaß. Nein. Ja, also wir scherzen halt immer noch so ein bisschen und gehen jetzt nach oben und dann schauen wir mal, was passiert. Ich guck mal, wie weit ich euch mitnehmen kann. Mal schauen. So, jetzt gibt es noch ein schnelles, kurzes Update. Ich hatte jetzt gerade das Narkosegespräch mit dem Narkosearzt und bin jetzt im nächsten Wartezimmer und warte jetzt quasi auf meinen Arzt, den Dr. Lenz. Und dann wird's ernst. Da geht's los. Ja, also ich schau mal, wie viel ich noch mitnehmen kann, aber falls wir uns nicht mehr sehen, dann sehen wir uns nach der Operation.
beide immer schöne Mützen auf. Ja. So Leute, das ist so cool. Also eigentlich hatte ich die Kamera schon wegpacken müssen und in den Schrank einschließen. Und der Dr. Lenz hat es jetzt erlaubt, dass ich das nochmal kurz raushole, um alles für euch ganz genau zu dokumentieren. Jedenfalls geht es jetzt gleich los. Es geht gleich los, ja genau. Die Anästhesie bereitet noch den OP-Saal vor, dass sie dann nachher auch vernünftig schläft. Ich habe hier schon die Nadel bekommen und bin auch mittlerweile schon ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein. Aber das wird gut, oder? Wir kümmern uns. Ja. Viel streicheln, Händchen halten und dann wird das schon. Ja, genau. Ja. Ja, alles gut. Und dann sehen wir uns wieder nach der OP. Genau, oder vielleicht jetzt im OP. Müssen wir mal schauen. Okay. Alles klar. Ja, okay. Dann bis später. Okay. Ein Foto von euch beiden. Nee, wir filmen das. Okay. Der Dr. De Vaarsch kann gerne sich in Position bringen. Das ist unser Anästhesie-Team, was sich heute kümmert. Okay, du kannst es ja dann so. Ja, die Nervosität ist mir noch nie so genommen worden wie heute. Ja, dann ist ja gut, genau. Ja, weil sowas hatte ich auch noch nie im OP mit Kamera und alles. Ja. Ja, da kommen die Drogen. Ach, Drogen gibt's auch. Drogen okay. Gibt's auch, genau. Mit. Schließ mal eben unsere Beratung an, okay? Und dann. Und wie ist es? Bisschen aufregend. Ja, wir sind eine Frau. Gerne. Gehört dazu. Schwindlich. Genau, das ist das erste, das sind die Drogen. Okay. So ein bisschen. Das ist jetzt Instagram. Das ist, ja, das darfst du natürlich nicht sagen. Hashtag, was ist das? Hashtag Narkose und Schwindel und Weinglas. Und Hashtag die beste Anästhesie in München. Richtig, genau. Neues Dekolleté. Neues Dekolleté, ja. Altes raus, neues rein. Und wie aufgeregt ist sie? 112. 112. Mhm. Also ein bisschen aufgeregt bist du schon. Ja. Jetzt gibt's was gegen die Aufregung. Hat man gleich so ein ganz angenehmes Gefühl. Ja. Bist du schwindelig? Ja. Aber auch komisch so, weil man. Gehört dazu. Wieso? Ja. Vom Aufwand, vom Einschließen. Ich sag nichts mehr. Genau. Jetzt kommt eine Maske von oben. Aus der Maske kommt Sauerstoff. Ja? Und jetzt so 3-4 Mal so tief wie möglich einatmen. Super. Und jetzt an was Nettes denken. Den schönsten Urlaub, den Sie je hatten. So, jetzt mache ich mal ein Video, so wie die Tanja das sonst immer macht. Aber die kann gerade nicht reden. Heute hält sie mal den Mund. Nicht wie sonst immer, gell? Also, ist alles überstanden. Alles gut. Wie geht's dir? Mhm, so lala. Noch ein bisschen müde. Okay. Jetzt lassen wir sie mal ausschlafen. Hat auf alle Fälle gut geklappt. Ja, ich denke mal, wir sprechen nachher. Ich bin wieder zu Hause. Mittlerweile haben wir schon. Moment, ich muss mal auf die Uhr gucken. Wir haben jetzt 7:30. Thomas ist gerade eben zur Haustür raus und geht einkaufen, weil morgen ist Feiertag bei uns und da muss er noch so ein bisschen was besorgen. Ich muss sagen, mir geht's erstaunlich gut. Also, das ist überhaupt gar kein Vergleich zu der ersten Operation, also zu der ersten Brust-OP vor 10 Jahren jetzt knapp oder so. Ich vermute mal, dass es daran liegt, dass der Muskel, also ich habe die Implantate unter dem Muskel und dadurch, dass der Muskel jetzt schon mal vorgedehnt war, so würde ich es jetzt einfach sagen, ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also ich habe wirklich überhaupt gar keine Schmerzen. Das Einzige, was ich habe, das ist so ein Druckgefühl auf der Brust, also wie wenn jemand auf meinem Brustkorb sitzen würde. So kann man das vielleicht beschreiben. Ansonsten kann ich selber aufstehen, ich kann mich selber hinlegen, also ganz ohne Probleme. Das war bei der ersten Operation zum Beispiel auch überhaupt nicht, also da war gar nicht dran zu denken. Da konnte ich wirklich nichts, aber das ist schon mal recht gut und freut mich mega. Ich sehe noch gar nicht viel, also es ist natürlich alles geschwollen und hier ist auch noch dieses ganze Jod oder und hier ist auch noch alles von der OP so ein bisschen eingefärbt. Ab morgen darf ich duschen, das werde ich dann auch machen.
Und jetzt gerade habe ich nochmal Tabletten genommen. Also die letzte Ibuprofen habe ich genommen, als ich entlassen wurde. Das war um, wann war denn das? Ich glaube so um 2:30, 3:45 irgendwie so. Und das sollte der Wirkstoff ja jetzt auch schon nachgelassen haben von der Ibuprofen. Aber wie gesagt, mir geht's echt gut. Ich habe keine Schmerzen. Ich hoffe, das bleibt so. Ich bin jetzt ganz gespannt, wie die Nacht wird. Ich habe jetzt 460 Milligramm pro Seite bekommen, also schon ordentlich was. Und bin ganz gespannt, wie das aussieht. Also ich sehe schon, wenn ich hier oben reinschaue, dass zum Beispiel ich kann so reinspitzeln. Und dann sehe ich schon, dass der Abstand zwischen den Brüsten auf jeden Fall schon geringer ist als vorher. Und natürlich muss jetzt auch alles noch abschwellen. Ich nehme auch Arnika D6. Das hilft so ein bisschen, gerade bei Schwellungen, dass das ein bisschen schneller zurückgeht. Das nehme ich noch. Ansonsten, was könnte ich euch denn noch erzählen? Ich bin total gespannt, wenn ich das Video schneiden werde, weil der Dr. Lenz einfach komplett, ich dachte, ich darf nicht mehr filmen. Habe ich euch ja vorher, glaube ich, schon erzählt, vor der OP. Und dann hat der Dr. Lenz aber gesagt, ach nee, wir filmen jetzt, und hat dann die Kamera geholt und hat gemeint, das ist gar kein Problem. Und dann hat er gefilmt, und zwar wirklich, bis ich komplett eingeschlafen bin, glaube ich. Also so ganz genau weiß ich das auch nicht mehr. Aber bis die Narkose auf jeden Fall gewirkt hat. Und ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ich habe ihn dann danach noch im Aufwachraum kurz gesehen, aber da war ich noch so ein bisschen Ballaballa im Kopf. Ich glaube, er hat gesagt, er hat dann nochmal gefilmt. Also ich bin echt gespannt, wenn ich das Video schneiden werde. Und ja, bin echt gespannt. Auf jeden Fall kann ich euch jetzt heute gar nicht mehr so viel erzählen. Thomas kümmert sich auf jeden Fall vorbildlich um mich und versucht, dass ich alles habe. Ich habe jetzt auch schon eine Breze gegessen. Und wie gesagt, er ist jetzt einkaufen. Und ich würde sagen, ich melde mich dann morgen früh wieder bei euch. Es sei denn, es passieren jetzt irgendwelche unvorhersehbaren Dinge, dann werde ich euch da auch updaten. Oder wenn ich nachts wach werden sollte, vor lauter Schmerzen, was ich nicht hoffe. Toi, toi, toi. Also ihr seht schon, ich kann auch meine Arme bewegen. Ist echt gut. Ich hoffe, das geht so weiter. Ja, dann wäre ich echt happy. Jetzt melde ich mich doch nochmal kurz bei euch. Ich hatte nämlich ganz vergessen, was zu sagen. Und zwar hatte ich ja gehofft, dass ich keine Drainagen brauche, also diese Drainagenschläuche, wo dann die Wundflüssigkeit abfließen kann. Und ich hatte keine. Also es war echt richtig Glück, weil da kann ich mich noch dran erinnern, als die beim letzten Mal gezogen worden sind. Aua. Ja, auf jeden Fall. Die hatte ich nicht und ich bin fleißig am Kühlen. Das wollte ich auch noch sagen. Ja, die hatte ich jetzt vorhin nur wieder im Kühlschrank und jetzt liegen sie wieder da drauf. Ich wechsle da immer von oben nach unten. Ich habe übrigens auch so einen richtig rauen Hals, aber da hat der Narkosearzt mich schon vorgewarnt, weil ich ja einen Tubus, glaube ich, nennt man das, hatte, über den ich dann beatmet worden bin während der Narkose, und der ist natürlich im Hals hinten und deswegen kratzt es jetzt ein bisschen, aber alles nicht der Rede wert, also wirklich halb so wild. Ich bin sowieso total froh, dass es mir so geht, wie es mir gerade geht. Guten Morgen! Wie ihr seht, ich bin ziemlich fit schon unterwegs. Guten Morgen. Aber es kümmert sich ja einer richtig gut um mich. Ja, so gut wie möglich. So gut wie möglich, nein, ja, er macht es schon. Ich gebe mein Bestes. Gut. Gestern einkaufen gegangen, das habe ich euch ja gestern schon erzählt. Ja, als wenn ich nie einkaufen gehe, oder? Ja, nein, aber jetzt in der Situation halt. Auf jeden Fall geht es mir erstaunlicherweise gut. Ich habe die Nacht super geschlafen. Also ich habe gestern Abend dann meine letzte Ibuprofen genommen. Ich soll die dreimal täglich nehmen. Aber Thomas weiß ja noch, wie es mir ging vor 9 Jahren mit der ersten Brustoperation, die ich hatte. Da war mal Game-Over-Status. Ich glaube, da liegen Welten dazwischen, ne? Zu jetzt und damals. Ja. Also ich kann komplett selber aufstehen. Ich habe das euch ja gestern schon gezeigt. Ich werde jetzt dann duschen gehen auf jeden Fall, weil ich bin hier überall noch voll mit dieser roten, was ist denn das? Jod, glaube ich, oder? Mhm. Ja, mit dieser roten Farbe. Und dann werde ich das erste Mal quasi einen Blick auf meine neuen Brüste werfen können. Obwohl ich sagen muss, diese Seite ist deutlich mehr geschwollen wie diese Seite. Auf der Seite merke ich auch fast gar nichts. Und diese Seite ist so ein bisschen, man merkt halt, dass es geschwollen, aber es tut nicht weh oder so. Jo, ansonsten, was machen wir heute?
ins Fitnessstudio gehen. Nein, also mir geht's wirklich gut. Also ja. Erstaunlich gut. Wirklich, also. Ja, du legst dich hin und du hast dich trotzdem erholt. Ja, ich versuche auf jeden Fall langsamer zu machen. Aber jetzt werde ich erstmal duschen, dann fühlt man sich auch fitter. Nicht versuchen, du musst langsamer machen. Weil ansonsten, wenn das alles verheilt ist, dann hängt eine da und eine da unten. Boah, nein. Das kann nicht passieren. Nein. Also ich glaube, ich habe einfach den Vorteil, dass mein Muskel schon mal gedehnt war oder vorgedehnt war von der ersten OP und dass es deswegen gar nicht mehr so schlimm ist. Vielleicht hat er auch so eine besondere Operationstechnik, der Dr. Lenz, dass man nach der OP keine Schmerzen hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ja, gut, er hat ja gesagt, irgendwie unterhalb mit der Narbe hat er eine spezielle Technik. Ja, er hat so eine spezielle Technik, dass die Narbe ganz klein und fein wird. Also er zieht die irgendwie wie so ein Reißverschluss, glaube ich, oder Ziehharmonika zusammen. Irgendwas hat er da erzählt, ich weiß es gar nicht mehr genau, dass da die Narbe wirklich so gut wie unsichtbar dann wird. Aber ich würde sagen, ich springe jetzt mal unter die Dusche und dann melde ich mich nochmal. Das war's. Gell? Ja. So, frisch geduscht und ich habe den ersten Blick auf meine Bubis werfen können. Wie gesagt, diese Seite ist schon geschwollen, also das merkt man, die ist größer als die andere auf jeden Fall. Da werde ich jetzt nochmal ein Kühlpad drauflegen, aber das, was ich jetzt gesehen habe, ist so schön. Ich bin ein bisschen außer Puste, aber das wollte ich euch jetzt mal schnell zeigen. Ich habe mir jetzt so eine bequeme Hose angezogen und ich bleibe jetzt erstmal nur in diesem Kompressions-BH, weil es ist echt warm. Ich habe jetzt ein weißes T-Shirt noch, aber jetzt bleibe ich erstmal so. Werde ich meine Haare föhnen. Aber vorher wollte ich euch noch kurz was zeigen. Ich habe nämlich ein Päckchen gerade ausgepackt und mein Handy hat sozusagen was Neues zum Anziehen bekommen. Ganz, ganz schöne Handyhüllen von Idol of Sweden. Ich zeige es euch mal schnell. Dazu gehen wir wieder ins Wohnzimmer. Ich wollte euch jetzt nur mal zeigen, wie das so von den Proportionen... Ich meine, man sieht ja jetzt nicht so viel durch den BH, der ja auch ein bisschen wegsteht. Aber ich bin echt happy. Also der erste Blick war wirklich... so, top. Und sobald es geht und sobald sich das alles ein bisschen erholt und abschwillt, ich nehme euch ja die nächsten Tage eh noch mit, zeige ich euch dann auch mal in einem ganz normalen Top oder so ein Bild, wo man das dann besser beurteilen kann. Ich habe auch vorher Bilder gemacht in so einem weißen Bralette und da werde ich euch dann auch nachher Bilder machen und das so von Tag zu Tag, dass man auch die Veränderung sieht, weil die verändern sich jetzt jeden Tag. Es wird jeden Tag abschwellen und diese Veränderung werde ich euch auf jeden Fall Step by Step auch zeigen. So, jetzt lege ich mich aber wirklich dann wieder ein bisschen aufs Sofa und zeige euch mal schnell die neuen Handyhüllen. Und ich habe jetzt endlich eine richtig, richtig schöne Powerbank. So sieht die aus. Schaut mal, wie wunderschön die bitte ist. Und die ist wirklich von der Größe auch optimal, um sie in die Handtasche zu packen. Also wirklich toll. Ich habe auch die dazu passende Handyhülle bekommen. Die werde ich jetzt dann gleich tauschen. Momentan habe ich zwar auch eine von Idol of Sweden drauf, diese hier. Die finde ich auch mega hübsch. Das Teil hier ist übrigens auch von denen. Das ist die beste Erfindung meiner Meinung nach. Denn das hebt einfach mit einem Magnet. Und wenn das mal nicht in die Handtasche reinpasst, dann kann ich das wegnehmen. Oder allgemein, es ist halt wirklich leicht auch zum Versetzen. Ich stelle zum Beispiel auch, wenn ich mich in der Früh schminke, mein Handy so auf. Ne? Das ist aus wie so eine Handyhalterung. Richtig cool. Und ich denke, ich mache jetzt auf jeden Fall die Hülle drauf, weil die finde ich auch richtig schön, gerade jetzt für den Sommer. So schön weiß mit diesen paar Goldakzenten, richtig schön. Und das Ladekabel hier, was auch so schön marmoriert aussieht, das habe ich auch schon ein bisschen länger. Ich habe aber jetzt auch ein neues mit zugeschickt bekommen, damit das wirklich alles zusammenpasst. Also quasi die Powerbank, das Ladekabel und die Hülle, dass alles eins ist, finde ich hier richtig schön. Das werde ich auf jeden Fall so verwenden. Auch diese Hülle, die ist aus der neuen Kollektion, die ist auch richtig schön. Also wirklich auch von den Farben ganz, ganz toll. Mega hübsch, oder? Und wisst ihr was? Ich habe so viele Handyhüllen mittlerweile von Idol of Sweden. Also wirklich, ich habe ja vom letzten Mal noch welche bekommen. Die werde ich alle gar nicht so oft und so viel nutzen können. Deswegen folgt mir gerne mal auf Instagram. Da werde ich dann in den nächsten Tagen mal eine Verlosung starten und mal ein paar Handyhüllen an euch verlosen. Also ich werde euch auf jeden Fall die Seite mal unten in die Infobox verlinken. Die haben auch gerade eine richtig tolle Aktion. Könnt ihr mal auf die Seite gucken. Und zwar, wenn ihr euch ein Teil kauft, bekommt ihr ein zweites gratis mit dazu. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ich bin echt happy. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Idol of Sweden. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut.
So, ich werde mich auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen ausruhen, so gut das geht. Thomas schimpft mich schon, dass ich viel zu aktiv bin. Ich werde mir aber meine Haare jetzt noch schnell föhnen und dann werde ich erstmal wirklich eine Stunde hier pausieren, Kühlpad noch ein bisschen drauf lassen und ja, dann geht es eh schon langsam Richtung Mittagessen. So, Thomas hat für uns Essen gemacht, lecker Spinat mit Nudeln, also wir lieben das. Und geht schnell, ist einfach und macht satt. Aber mit der Portion hast du es echt gut gemeint. Glaubst du, ich schaffe das alles? Hey Leute. So, mittlerweile ist es nachmittags. Ich glaube so um 4 oder so. Ich habe auch geschlafen, wie man sehen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann doch ein bisschen Schmerzen bekommen. Ich muss jetzt nicht krasse Schmerzen, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich sollte ein bisschen langsamer machen. Und dann habe ich nochmal meine Ibuprofen mittags genommen und mich jetzt hier hingelegt und dann auch tatsächlich 2 Stunden geschlafen. Jetzt wird es wieder ein bisschen besser. Ich habe auch meine Hose ausziehen müssen. Ich hatte ja so eine, ich zeige es euch mal. Ich hatte ja diese Hose nach dem Duschen angezogen. Das ist eigentlich eine Leggings, die wirklich weich ist. Aber sie ist hier oben dann doch ein bisschen zu abschnürend und hier unter der Brust ist auch alles ein bisschen geschwollen und ich habe das Gefühl gehabt, mir drückt das jetzt alles irgendwie so zusammen und das hat dann ja doch ein bisschen geschmerzt. Mein Laptop liegt auch hier. Ich habe vorhin noch ein bisschen was gearbeitet. Oh, Entschuldigung. Oh, und konnte noch ein bisschen was erledigen und ja, werde jetzt einfach hier auf dem Sofa noch ein bisschen weiter chillen. Und melde mich dann abends nochmal bei euch, bevor ich ins Bett gehe. Und dann ist der erste Tag nach der Operation eigentlich schon vorbei. Er ist übrigens auch immer da und wacht über mich, ne? Mein Schatz, er kriegt immer als erstes mit, sobald es mir doch nicht so gut geht. Und dann steht er da und will mich trösten. Der Kleine. Der Kleine ist gut. Mein Riese. Gell, Schatzi? Ja. Du schaffst deine Frau alle aufpassen, gell? Ja. Ist er nicht süß? Oh, ich könnte ihn jedes Mal auffressen. So süß ist er. Ja, mein Schatz. Okay? Ja. So, Leute. Ich und meine Maus hier neben mir schauen wir jetzt die Kardashians an. Und mittlerweile ist es auch schon... Wie spät ist es denn? 18.05 Uhr. Ich kühle immer noch fleißig, wie ihr sehen könnt. Und ja, heute wird nicht mehr so viel passieren. Ich würde sagen, an der Stelle beende ich diesen Vlog auch. Und ich habe mir fest vorgenommen, jetzt langsamer zu machen, damit sich das wirklich auch, also damit ich meinem Körper auch Zeit gebe, dass er sich erholt. Ich sage auf jeden Fall schon mal Tschüss für heute. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr sehr gerne kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr auch die zukünftigen Videos nicht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!